Moin moin Freunde, hier ist Sascha und ich begrüße euch heute zu einem neuen Overwatch-Video. Ja, heute gibt es die nächsten Matches des großen Glorious Club-Turniers, was wir in der letzten Woche gespielt haben, beziehungsweise ich habe das Ganze gecastet und ihr konntet als Community in 3 gegen 3 Elimination-Matches gegeneinander antreten. Ich sag's nochmal, wir haben die Teams sehr fair gemixt, das heißt, Teams hatten gute Spieler, hatten Spieler, die vielleicht nicht ganz so einen hohen SR hatten. Wir haben aber auf jeden Fall geguckt, dass alle Teams sehr auf Augenhöhe waren. Und was mir nochmal wichtig zu sagen ist, wenn ihr kommende Turniere nicht verpassen wollt, dann kommt gerne auf meinen Discord. Link ist in der Videobeschreibung. Wir werden definitiv diesen Monat noch ein weiteres Turnier haben und ganz wichtig, gebt dem Video auch gerne ein bisschen Liebe, das heißt Daumen hoch und wenn ihr es noch nicht getan habt, lasst auch gerne mal ein Abo auf dem Kanal da. Das war's und jetzt rein ins Turnier. Dann schauen wir mal. Wir haben den Surprise Tank dazu. Mal gucken, ob er uns überraschen wird mit seiner Tankwahl. Aber wahrscheinlich, ich sehe ja schon, komm, Surprise Tank ist wahrscheinlich Support-Spieler oder sowas. Ich habe da so ein Feeling. Das ist wahrscheinlich der Surprise in seinem Namen. Dass er gar kein Tank-Spieler ist. So, wir schauen mal. Ah, Surprise Tank spielt auch ein Tank. So. Los geht's. Ja, wir sehen wieder den Lucio. Das finde ich natürlich sehr interessant. Vielleicht wird er versuchen, früher Boop irgendwo zu erreichen. Oder zumindest allgemein Boop in dem Match zu erreichen. Das wäre natürlich ganz geil. Wäre natürlich ein schöner Moment. Sigma hier direkt, konnte super stark Schilde direkt aufbauen. Zumindest der Hashirama. Während Inugami auf der anderen Seite noch ein bisschen Probleme hat. Ja, beide Teams bekämpfen sich noch ein bisschen. Können natürlich noch ein bisschen... Oh, jetzt wird gepusht. Jetzt wird gepusht hier. Wir gehen mal die andere Ansicht. Wir gehen mal die Ansicht von Inugami. Ist ein bisschen schöner anzuschauen. Das Team wird hier getrennt. Inugami lässt sich nur nach unten fallen. Macht aber weiterhin Harddruck. Beide Schilde down. Aber Hashirama hat einfach... Also was Hashirama defensiv gut drauf hat... Oh, der Stein hat übrigens getroffen. Just Reverse wurde hier kurzzeitig ausgenockt. Da natürlich keine Chance, irgendwie nachzusetzen. Weil natürlich jetzt der Höhenunterschied da ist. Ja, die Steine blocken natürlich auch an den Barrieren ab. Nochmal der... Just Reverse wird halt nochmal vom Stein getroffen. Der wird morgen früh Kopfschmerzen haben, ich sag's euch. Kleines Problem ist hier an der Stelle jetzt, dass Inugami in keinster Weise mal sich ein bisschen Zeit nimmt, sein Schild zu laden. Sondern sobald er sein Schild so bei... Ah, mal gucken, jetzt lädt er ein bisschen länger. Er lädt ein bisschen länger jetzt. Jetzt bis 1000 hat, setzt er ihn schon wieder. Während auf der anderen Seite gerade das nicht getan wird. Jetzt werden sich beide Teams gleich wieder in der Mitte treffen. Da gehen schon beide runter. 82% Ult für Inugami. Der könnte jetzt tatsächlich gleich einen Sigma-Ult raushauen. Er haut aber lieber seinen Stein erneut um die Ohren. Erneut Kopfschmerzen für Just Reverse. Da ist der Sigma-Ult. Follow-up ist auch da. Und damit ist das 1:0 für Team Primal Claws. Sehr, sehr schön gespielt. Sehr schön gespielt. Und der erste Sigma-Ult, den wir bisher in diesem Turnier sehen. Das finde ich sehr schön. So, ich öle mir mal ein bisschen die Stimme, Freunde. Wenn man viel redet, dann geht die Stimme auch schnell weg. So, wir gehen gleich auf Subs und so ein, falls was reinkommt. In Runden mache ich es sehr ungern. So, wir gehen mal auf die Position von Surprise Tank. Denn wie wir hier gerade sehen, der ist wirklich ein Surprise Tank. Denn der macht jetzt gerade Druck mit der Pharah. Oh, schön. Das ist natürlich der Vorteil, wenn die Gegner knubbeln, Just Reverse schon wieder relativ low, dann hat man als Pharah natürlich allein durch den Splash Damage so einen Vorteil. Und Just Reverse ist gepickt. Keine Chance, den noch zu resten. Da sind die Hashirama Laser von der Symmetra. Le Swallow geht auch down. Keine Chance, Teleporter wird rausgenommen. Und nun kann sich Hashirama, wir gucken mal, was Hashirama macht, der kann sich eigentlich nur noch eingraben und irgendwie hoffen, dass seine Laser die Arbeit erledigen. Das tun sie. Er nutzt den Raum. Er ist jetzt schön gecharged. Strahl ist auf Stufe 3. Oh mein Gott. Wenn der das Ding noch dreht, wäre das eine absolute Sensation an der Stelle. Aber das andere Team ist full life. Hat noch die Mercy. Keine Chance an der Stelle. Und damit gewinnt Team Primal Claws sehr, sehr deutlich gegen die Happy Llamas. Aber was denen am Ende des Tages bleibt, ist, dass sie zumindest happy sind. Dann schauen wir doch mal. Gehen wir mal in die Ansicht von Zero. Der ist nämlich nicht auf seinem Signature-Helden, der Widow. Der spielt hier eine Mei. Das wird natürlich jetzt sehr interessant. Während wir auf der anderen Seite Jakob haben, der das Spiel, was er meist spielt, DPS, sehr, sehr stark darauf. Oh, Dragon hier schon Half-Life runter. Wird sich gleich noch ein bisschen heilen können, natürlich. Da ist natürlich Regeneration da. Alle Teams haben vorher tatsächlich trainiert. Ich kann nicht sagen, wie viel. Das muss man ganz klar sagen an der Stelle. Oh, Dragon kriegt hier harten Schaden. Ah, schöner Druck, den Zero hier macht. Will jetzt den Jakob. Er will natürlich den Raum auch unterbrechen. Aber Zero wird direkt gepickt. Das war's. Jakob schaltet Zero hier aus. Mit einer schönen Helix Rocket in his
Face. Und nun wird es natürlich extrem schwer für Golden Cake und für Schneejäger. Schneejäger nur auf Half-Life runter, der muss sein Orb hier nutzen und der wird ihm gleich vermutlich fehlen. Versucht nun den Sigma möglichst zu heilen. Ja, schöner Hook an der Stelle. Sigma hat jetzt hier echt Probleme, muss sich zurückziehen. Beide müssen sich einfach zurückfallen lassen. Das ist natürlich die Frage, kommt gleich immer von hinten, aber wir sehen, das andere Team pusht von vorne gegen. Der Roadhog muss natürlich noch darauf warten, dass er einen schönen Hook landet. Stein ins Gesicht des Roadhogs, der ist kurz gestunt, aber nicht lang genug, um danach zu setzen. Der Schneejäger und Golden Cake lassen sich hier schon fallen. Oh, und das ist natürlich jetzt sehr bitter, denn Dragon ist erneut sehr low, aber keine Chance an der Stelle für Team Jetpack Cat. Das heißt, das 0 zu 1 für die Langschläfer. Die haben zwar die Anmeldung verschlafen, um sich gestern ihren Teamnamen zu sichern, aber sie haben nicht geschlafen, was das heutige Duell betrifft. Und jetzt wird interessant sein, wie kann Zero als Teamkapitän das umdrehen? Kann er Golden Cake und Schneejäger zum Sieg führen? Zwei hochrangige GM-DPS-Spiele auf beiden Seiten und Jakob geht auf die Pharah. Wenn er was kann, dann die Pharah. Und da wird er gegen Zero antreten als McCree. Und jetzt bin ich sehr gespannt. Jetzt bin ich sehr gespannt auf dieses Duell. Jakob macht direkt Druck auf den Schild. Kriegt aber auch guten Schaden. Also Zero lässt hier die Treffer im Ziel versinken. Oh, der Bub geht daneben. Und Jakob wird aus der Luft gepickt. Sehr schön. Zero holt sich die Eliminierung und kann uns schön nach vorne pushen. Wartet natürlich darauf, bis nachgeladen ist. Wird sich dann gleich die Diva schnappen. Da ist diese, oh, die Schüsse sitzen einfach und puh, was für eine Dominanz in dieser Runde von Zero. Oh mein Gott. Richtig, richtig stark, mein Junge. Wow. Und da sind wir erneut bei einem 1 zu 1. Da sind wir erneut bei einem 1 zu 1. Oh mein Gott. Da sind wir erneut bei einem 1 zu 1. Und Zero ist nun auf dem Hanzo, erneut gegen Jakob auf der Pharah. Und wir wissen, Hanzo ist einer von Zeros Signature-Helden, aber wie kann er mit Jakobs Pharah umgehen? Das wird jetzt sehr interessant. Kann er die wirklich aus der Luft picken? Sind seine Geschosse dafür schnell genug? Er sucht sie natürlich im Himmel. Er sucht Jakob im Himmel. Oh, Zero fängt sich hier harte Treffer. Schneejäger ist schön am Heilen. Ah, da kommt Jakob. Und nun wird es tricky. Zero landet keinen seiner Schüsse im Ziel. Aber X84 kriegt auch gut Damage. Oh, die Schüsse gehen einfach. Oh, schöner Hit auf Jakob. Half-Life für Jakob wird aber direkt geheilt von Dragon. Das ist natürlich eine sehr schwierige Situation. Oh, schöner Hit auf dem Dragon. Zero ist wunderbar. Und da ist Jakob aus der Luft gepickt. Oh mein Gott. Jetzt müssen sie natürlich aufpassen. Die Mercy wird versuchen, den Rest rauszuhauen. Sie müssen den Druck eigentlich machen, um die Runde zu gewinnen. Oh, diese Mercy geht hinterher. Und da ist die Mercy gepickt. Und das wird der Sieg für Team Jetpack Cat sein. Der Dragon geht noch raus. Und oh mein Gott, GG Team Jetpack Cat. Das ist Zeros Rache für all die Zeiten, in denen Jakob gesagt hat, du wirst es nie auf GM schaffen. Zero zeigt dir einfach mal, wie gut sein Hanzo wirklich ist. GG. Der Junge muss keine Widow spielen, der holt sich auch eine Mercy. Zack, schön in der Luft. Und dann auch hier zum Abschluss der Dragon hinterher. Richtig schöner Sieg von Team Jetpack Cat. Wow. So, Team Minecrafter gegen Team Me and the Boys. Und wir sehen ja schon, die Minecrafter sind halt direkt mit dem Bunker dabei, ne? Die sind halt direkt mit dem Bunker am Start. Die holen jetzt quasi das Obsidian raus, packen den Bastion dahinter und werden aus dem kleinen Loch rausschießen. Ich sehe das schon kommen, Freunde. Oh, hier wird direkt harter Druck. Oh mein Gott, das ist natürlich jetzt sehr unlucky gewesen, kurz, für den Phoenix. Auch wenn er sich natürlich einen schönen Ult-Charge holen kann, weil der Bastion ihn natürlich ein bisschen runtergeschossen hat. Ja, Joe Max hier versucht, sich in sein Team umzupositionieren. Eigentlich ganz clever. Die sind hier schön am Circlen, beide Teams. Jetzt haben wir ein bisschen den Baum vorm Kopf. Ja, ist natürlich sehr, sehr schwer jetzt. Ist natürlich eine Menge Druck, der von den Bastion rauskommt. Mr. Poverty versucht natürlich hier so ein bisschen mit seinem Ball ein bisschen zu angeln. Vielleicht was in die Luft zu ziehen, was dann der Bastion aus der Luft wegholen kann. Aber klappt momentan noch nicht so ganz. Oh, schlecht positioniert an der Stelle von dem Bastion. Und jetzt wird es natürlich tricky. Jetzt treffen sich beide Teams nämlich. Oh, der Hook geht daneben an der Stelle. Joe Max muss sich fallen lassen. Ja, Joe Max, wir merken es schon. Joe Max gibt den Ton hier an. Das Team folgt ihm. Und jetzt auf beiden Seiten die Barrieren der Orisa. Oh, schöner Hook an der Stelle. Und Bastion kommt er nicht mehr raus. Da kommt er nicht mehr raus und wird gepickt.
Und nun wird es natürlich schwierig. Marshall super low. Marshall ebenfalls gepickt. Und nun Mr. Property ganz alleine. Moira Ult noch auf ihn drauf. Keine Chance für Property. Und damit ist das 0:1 für Team Me and the Boys da. Sehr, sehr schön. Ja, das war natürlich jetzt sehr unlucky. Also wir haben gesehen, Joe Max hat die ganze Zeit im Grunde genommen den Ton vorgegeben. Also das Team ist ihm gefolgt, aber dadurch war eben nicht immer der Schild unbedingt an der richtigen Stelle da. Also ein bisschen tricky, aber an der Stelle natürlich auch ein schöner Hook von der anderen Seite. So, jetzt wird es natürlich sehr spannend, weil wir sehen zum ersten Mal einen Hammond. Und wir wollen uns mal anschauen, was der Hammond hier hinbekommt, denn ich bin so ein bisschen... Also er schwingt auf jeden Fall. Aber gegen eine Pharah wird das natürlich... Also es kann natürlich klappen, wenn er schießt. Wir sehen es hier. Schöne Hits hier direkt. Oh, richtig harter Druck direkt auf den Eistee-Döner. Richtig harter Druck. Und der wird schon aus der Luft geholt. Oh mein Gott. Und da frage ich gerade noch, was kann der Hammond hier schon reißen? Aber vielleicht nicht unbedingt mit seinem Splash was. Aber er kann zumindest mit seinen Kanonen was reißen. Mobility ist da auch. Schöne Bewegung hier einfach. Und der Disrespect. Oh mein Gott. RIP Hanzo, ey. Obi et Orbi an der Stelle, ey. Der ultimative Disrespect. Er haut ihm halt einfach das Ding in eine Fräse. Das war nicht unbedingt zu erwarten. Tja, sehen wir auf der anderen Seite jetzt nochmal die Pharah. Oh, wir sehen eine Tracer zum ersten Mal. Jetzt bin ich sehr gespannt. Wir gehen in die Ansicht von Phoenix und schauen uns mal an, was der jetzt gegen eine Diva, gegen einen Zen, gegen eine Tracer hinbekommt. Hier nehmen wir die Ego-Ansicht. Ah, der Zen ist isoliert. Jetzt ist die Chance für ihn, hier Druck zu machen und den Marshall rauszunehmen. Und da ist er raus. Der Marshall ist raus. Oh, aber Eistee-Döner auf der anderen Seite genauso. Keine Heiler mehr auf irgendeiner Seite da. Oh, das wird natürlich jetzt sehr tricky. Das wird sehr tricky. Aber Phoenix holt sich Mr. Property und jetzt ist nur noch die Tracer. Tracer gegen Hanzo und die Pharah. Und sie wissen ungefähr, wo er ist. Sie sehen natürlich nicht, wie wir die Outlines an der Stelle. Oh, harte Hits hier. Und das ist natürlich jetzt schwierig. Sie müssen das Ganze eigentlich abwarten. Der Hanzo pusht nun sehr hart, wird aber rausgenommen von der Tracer. Oh mein Gott. Das wird jetzt ein sehr enges Duell an der Stelle. Phoenix ist low. Aber wir sehen hier einfach einen deutlichen Vorteil gameplay-technisch bei Joe Max. Und Joe Max gewinnt das Ganze für die Minecrafter. Sie haben zwar keine Obsidian-Blöcke dabei gehabt, aber sie haben eine Tracer dabei gehabt und die hat geregelt. Sehr, sehr schön an der Stelle. Das heißt, die Minecrafter sind das finale Team, was in die nächste Runde einzieht. Und sehr, sehr überraschend an der Stelle. So ein guter Vorteil hier, wir sehen das nochmal. Phoenix, wie er sich den Marshall gepickt hat, wie sie danach der Diva einfach Druck gemacht haben. Da wurde die Diva rausgenommen und danach einfach so der Reverse Sweep an der Stelle. Also sehr, sehr stark gespielt von Team Minecrafter. So, gucken wir mal Living Meme ein bisschen über die Schulter. Das wird nämlich sehr interessant. Gerade die Tracer ja sehr spielentscheidend. Und ich bin mir gespannt, ob das diese Runde wieder genauso aussieht. Oh, schöne Position hier einfach. Wusste genau, wo der Reinhard rauskommt. Zieht sich dann direkt zurück. Wieder full life, während wir in den Fight ein bisschen reinspringen sollten. So, gucken wir ein bisschen Sava über die Schulter. Wirft da schön sein Orb rein. Ja, macht natürlich ein bisschen Schaden, aber es bringt natürlich nicht ganz so viel, solange der Heiler auf der anderen Seite noch da ist. Vorteil, und ich würde fast sagen, ein bisschen spielentscheidend könnte hier definitiv sein, YOLO King mit seiner Ana, die wir bisher noch nicht im Turnier gesehen haben, aber ist natürlich sehr stark auf Entfernung. Ist durch den Anti-Heal natürlich einfach eine fantastische Wahl. Halt sein Team natürlich, bleibt schön hinter den Schilden. Double Shield natürlich sehr, sehr tricky einfach für Team Living Large. Ja, ob das jetzt so clever war, hier die... Oh ja, er muss. Ah, die Tracer. Die Tracer wird noch nicht so richtig effektiv, muss man an der Stelle sagen. Sie nervt noch nicht so, wie sie nerven sollte. Während wir auf der anderen Seite gerade sehen, Zava, warum heilt der sich denn nicht selbst? Also Zava hier auf, ich sag mal jetzt fast 40% Leben und er nutzt halt in keinster Weise die Selbstheilung für sich. Pusht nur sogar sehr weit nach vorne, also extremes Risiko, was der hier macht. Denn wenn da einer nachgepusht hätte, könnte der tot sein. Was macht er denn hier? Weiß er, dass er sich selbst heilen kann? 46 Leben für Zava. Jetzt kommt sein Orb. Jetzt nutzt er sein Orb für sich selbst. Oh mein Gott. Living Meme, aber ebenfalls relativ down. 50% Leben. Beide Teams treffen sich jetzt gleich in der Mitte. 8 Sekunden noch. 7 Sekunden.
Oh, es wird einfach ein Kampf um die Mitte. Natürlich die Schilde, ein extremes Problem. Da sind so viele Barrier einfach. Da weiß Team Living Large gar nicht, wie sie mit umgehen sollen. Die Moira natürlich besonders nervig hier an der Stelle. YOLO King jetzt fast down. YOLO King ist ausgeschaltet. Living Meme bleibt gerade so am Leben. Wird hier noch einfach geheilt von Zava. Der hat jetzt keine Chance an. Jetzt kommt der Ult. Zava kann sein Ult zünden. Geht damit auf beide drauf. Haut durch die Schilde durch. Und damit haben wir das 1:0 für Team Living Large. Freunde. Knappes Ding. Knappes Ding. Habe ich nicht mit erwartet, dass Team Living Large das Ding hier gewinnt. Weil Living Meme war so zurückhaltend, möchte ich fast sagen. Ist so gar nicht richtig reingegangen und hat dann in letzter Sekunde doch noch ein bisschen gepusht. Leute, kann mir irgendjemand bestätigen, ob wir Frontpage haben? Weil ich bin ein bisschen verwirrt. Eigentlich sollen wir heute Frontpage haben. Ob ich da oben irgendwo in der Tafel drin bin? Das würde mich tatsächlich mal interessieren. Oh, jetzt sehen wir hier erneut Bunker auf beiden Seiten. Bunker auf beiden Seiten, Freunde. Oh, YOLO King ist halt low. YOLO King ist schon direkt wieder low, hat seine Mortality Field auf der anderen Seite gesetzt. Er wird sich direkt umgesetzt. Und man merkt ganz klar in dieser Bunker-Kombination, die Orisa muss einfach auf Zack sein, wenn der Bastion sich umsetzt und muss den Schild davor haben. Aber ist aktuell okay. Dankeschön. Ah, da hinten wird sich aufgebaut. Beide natürlich jetzt hinter den Schilden. Der Schild hier wird aber eher down gehen, wo wir hinter gucken. Living Meme muss sich jetzt zurückziehen. Letzte Sekunde runtergefallen. Zava hat noch schön seine Mortality Field gesetzt. Auf der anderen Seite aber auch das Mortality Field. Da wird an der Statue von dem Kolon vorbeigeschossen. Oh, sehr schwierig hier. Viel, viel Damage gerade auf Plafu, der einfach unglaublich viel Damage auch einfach sich selbst fängt. Während der Bastion jetzt hier komplett ungeschützt ist. Das ist natürlich jetzt eine sehr tricky Situation und fast ein bisschen... Ja, jetzt hat er gemerkt. Er hat gemerkt, es ist kein Schild mehr da. Wusste er, dass kein Schild da war? Das ist die große Frage. Ja, beide Bastions relativ stark dabei mit ihrem Ult gerade. 90% auf beiden Seiten. Das heißt, es wird wahrscheinlich gleich ein Ult-Duell, falls es in die Mitte kommt. Beide Teams werden sich wahrscheinlich ein bisschen zurückhalten. Zava hat nun ebenfalls sein Ult. Ist die Frage, stellt er sein Feld hier schon auf, stellt das unten auf? Oh mein Gott, da geht Living Meme down! Da geht Living Meme einfach down. Und das, obwohl er sein Ult hat. Und auf der anderen Seite, der Bastion ist im Ult. Der haut halt richtig raus. Erwischt aber keinen. Da wird schön zusammengezogen. Schüsse werden nachgesetzt, aber keine Chance für Team Living Meme. Und damit haben wir ein 1:1. Bereiten Sie sich auf den Kampf vor. Lucy, vielen, vielen Dank für 26 Monate. Vielen, vielen Dank. Und man sagt schon, ich kenne dich seit MLB The Show 13, wie die Zeit vergeht. Cool, Pantos. Ja, die guten alten MLB-Videos. Ich habe tatsächlich den neuesten Teil, habe ich mittlerweile bekommen von Sony. Wollte ich mir vielleicht auch mal in einem Video wieder anschauen. Mal gucken, wie die Reihe sich so weiterentwickelt hat. So, und wir sehen erneut, sie versuchen es erneut. Living Meme, Zava und Plafu versuchen es erneut mit der Bunker-Comp. Diesmal gegen zwei Schilde und eine Anna. Und das wird natürlich jetzt sehr interessant. Da wird natürlich direkt viel Druck gemacht. Das ist natürlich der Vorteil von Bastion. Diese Schilde schmilzen einfach. Also wenn es ein Vorteil von dem... Ich würde fast sagen, tatsächlich Team Minions ist hier ziemlich stark im Nachteil gerade, weil sie haben einfach nicht diesen großen Damage, der gerade rausgeht. Während auf der anderen Seite den Bastion hast, auch während hier der Schild geschmolzen wird, da wird sofort wieder aufgestellt, das ist natürlich jetzt das Problem. Ihr seht, der Bastion kann so hart einfach raushauen und der kann sich durch alle Schilde durchschießen in so einer Schnelligkeit. Während auf der anderen Seite der Sigma mit seinen Kügelchen, du kriegst keinen Schild down, also zumindest nicht den Orisa-Schild in der Zeit. Der Reinhard, was soll der gerade machen? Und dann hast du nur noch die Anna. Und jetzt wird es nämlich hier tricky. JBC ist unten, hat kaum noch Leben. Und da ist der Schild geschmolzen und JBC geht down. Keine Chance, irgendwie einen Rest reinzubekommen, weil wir haben nur eine Anna. Und nun wird hier weiterhin Druck gemacht. Da hinten ist die Anna, versucht natürlich jetzt schön Thundrix zu heilen. Das Team setzt sich jetzt nochmal um. Sie haben alle Zeit der Welt. Sie haben den Vorteil und sie haben den Bastion. Oh, schöner Stein. Das besorgt für Kopfschmerz bei Living Meme später. Aber der kann nun natürlich die Barriere komplett schmelzen, wenn das Team sich nicht zurückziehen würde. Oh, die jagen nun einfach das Team da unten. Wenn sie clever wären, würden sie schon nach unten gehen. Das sind 24 Sekunden. Sie haben alle Zeit der Welt. Gut aufstellen, Schild davor und die Minions rausnehmen. Sie so bestrafen, wie Gruus getan hat in Teil 2 von Ich einfach unverbesserlich. Oh, schöner Sleep hier an der Stelle. Living Meme ist gesleept. Kann sich aber noch in letzter Sekunde reviven. Nicht reviven, aber wieder aufstehen zumindest. Aber man muss sagen, dafür, dass es ein 2 gegen 3 Duell ist, starker Kampf auf beiden Seiten. Starker Kampf auf beiden Seiten. Oh,
Immortality Field ist wieder raus. Savage schützt sein Team hier. Und da ist die Ana down. Und es ist nur noch Thundrix gegen das komplette Team Living Large. Und es kommt noch ein Ult hinterher, aber der reicht nicht mehr ganz. Aber trotzdem Sieg für Team Living Large. Sehr entspannt. Und da sieht man, wie wichtig diese Wahl am Ende war. Weil Sigma und Reinhardt gegen den Bastion zu stellen, das ist halt nur eine Frage der Zeit, bis die Schilde bursten, wenn du nichts hast, was dahinter den Schaden macht. Das wäre wahrscheinlich deutlich besser gewesen, dann meinetwegen auf einen, keine Ahnung, vielleicht einen anderen Heiler mit reinzunehmen oder vielleicht ganz auf einen Heiler zu verzichten und irgendwas, was richtig viel Damage rausmacht. Vielleicht ein Soldier zum Beispiel, der durch seine Heilkapsel ein bisschen das Team heilen kann. Ob die Heilung genug gewesen wäre, wahrscheinlich nicht, aber die Wahl definitiv keine gute von Team Minion. Und damit schaltet Team Living Large, Team Minions aus. Und wie wir sehen, hat man Top 500 Spieler hier sogar drin in dem Team. Also, Rang ist nicht alles, Freunde. So, damit haben wir unsere Vorrunde abgeschlossen. Ich